Nachdem wir letztes Mal die Stahl-Pokémon hatten, kommen wir heute zu den Elektro-Pokémon. Und bin gespannt, ob ich hier besser abschneiden werde. Es sind 74 statt 77. Wir haben ein paar weniger Elektro-Pokémon. Gerade sind wieder viele in Paldea. Da werde ich wieder reinscheißen, weil ich die Mons nicht richtig im Kopf habe. Von dem her aber, ja, wir können eigentlich direkt anfangen. Von dem her, wir haben alles wieder ganz normal. Wir nehmen natürlich Pikachu als erstes. Dann haben wir Raichu. Pichu können wir auch noch dazu machen. Der Magnetilo, Magneton, Magnezone. Wir haben Voltoball, Elektroball, Elektek, Elekit, Elevoltek. Wir haben natürlich Zapdos und Blitzer. Damit haben wir die alle schon mal. Dann haben wir Jote. Dann haben wir natürlich Voltilam. Wichtig und richtig. Vati. Und Ampharos. So, die Kanto, wir haben davor noch was? Wir haben vor Pichu noch in Johto Elektro-Pokémon? Kam Voltilam so spät im Dex? Das triggert mich gerade. Wir haben auf jeden Fall Minun, Klose, Voltenso und Fritzelblitz. Welche Elektro-Pokémon waren denn noch in Johto? Ich will mich jetzt nicht zu sehr dran machen. Wir haben auf jeden Fall Rotom, was mir gerade einfällt. Die nehmen wir in Sinnoh auf jeden Fall mit. Arceus natürlich wieder und Amigento. Die nehmen wir auch mit. Sinnoh hat da noch vier. Gibt es irgendeinen Starter mit Elektro? Nö, Starter haben wir nicht. Hisui haben wir auch tatsächlich schon voll, was gut ist. Und noch ein Giga Max Elektro Pokémon. Das ist hier Toxtricity. Weil der Name nicht ein Riffex, genau. Und die Vorentwicklung von Riffex ist Toxel. Dann haben wir das auch schon mal. Carlos hat nur drei Elektro-Pokémon. Das ist Elisard. Das ist Iguana. Muss ich kurz über den Namen nachdenken. Und gibt's ein. Wir haben Zeraora. Dann haben wir Pamomamo. Pamomamo. Genau. Elektrofee. Sagt mir gerade nix. Lanthorn. Und Lampi waren's. Und dann haben wir noch Raikou natürlich. So, dann haben wir das schon mal. Dann haben wir Sinnoh. Welche Elektro-Pokémon hat Sinnoh denn noch? Natürlich. Luxtra, Luxio und Shinox. Und dann haben die noch ein einzelnes Elektro-Pokémon. Dann machen wir weiter mit Unova. Unova hat auf jeden Fall Emolga. Wir können die ganzen Pikachu-Klone machen. Pachirisu. Das war auch das eine Ding, genau. In Kalos ist es Deden. In Alola ist es nochmal Togedemaru. In Galar ist es, wie hieß das, nicht Morpeko. Und ja, das Pamo haben wir ja dann schon. Dann haben wir die Pikachu-Klone auch durch. Dann hatten wir noch Zebritz, Eleseba. Regi, Eleki können wir auch noch kurz einmal reinpacken. Der fällt mir noch ein. Dann haben wir ein Elektro-Pokémon. Lusardin. Ach, fuck, nicht Lusardin, Zaplarang, Zaplalek und Zapladin. Zapladin, nicht Lusardin. Genau. Dann haben wir die. Wir haben alle Mega. Es gibt nur zwei Elektro-Megas, krass. Es gibt wenig Elektro-Pokémon, merke ich gerade. Tatsächlich mit nur 74. Okay. Unova.
Welche gibt es noch in Einal? Wir haben in Einal die Arenaleiterin, aber da ist es nicht mehr so krass. Wir haben Voltula und Watzer. Ja. Dann gehen wir die Typen durch. Elektrofeuer hatten wir, glaube ich, nur Rotom bis heute. Elektrowasser haben wir so Lantern und so ein Stuff. Elektropflanze haben wir das andere Rotom. Elektroflug. Von den Vögeln aus Alola. Wie heißen die Vögel? Ah, die Quiverdance können. Fuck. Mir fällt der Name nicht ein. Hier, die Cheerleader-Form ist es auf jeden Fall. Elektrokäfer. Wir haben noch eins. Erstmal Voltriant fällt mir gerade ein. Voltriant. Und Vikavolt. Ist der englische Name, der cooler klingt als Denarion. Vikavolt. Und Akku. Den haben wir auch noch. Dann haben wir Elektro. Elektrogestein ist Geowatz. Georock und Kleinstein. Die Alola-Form nämlich davon, genau. Elektroboden ist Flunschlick. Haben wir den noch? Elektrokampf hatten wir jetzt erst mit Pamomamo, aber auch Eisenhand. Damit ich den nicht vergesse, genau. Dann haben wir natürlich Miraidon. Und es gibt noch ein Elektro-Pokémon. Ach, Eisendorn? Ja, Eisendorn war es, genau. Okay, wir stehen bei 60 schon. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, es fehlen noch 14. Elektro-Psycho. Gibt es ein Elektro-Psycho-Pokémon? Ich glaube ja, aber mir fällt es nicht ein. Elektro-Geist. Haben wir halt Rotom. Elektrogift. Okay, jetzt wird es ein bisschen kritisch langsam. Es gibt noch 2 einzelne Elektro-Pokémon aus Alola und 3 aus Unova. Na, Zekrom. Haben wir schon mal den Legisinn. Galar hat keine Elektrolege, wenn ich mich gerade nicht ganz falsch. Das sind Paldea haben wir schon. Elektro-Pokémon aus Unova. Was gab's noch in Einal? Boah. Schwierig gerade. Wenn wir auf die Typen kommen, haben wir nochmal Elektrowasser? Ich glaube nicht. Die meisten hier sind rein Elektro. Elektropflanze, Elektrokäfer, Elektrogift, Geist, Psycho, Elektro-Unlicht. Wir haben safe ein Elektro-Unlicht-Pokémon, oder? Aber welches? Vor allem, was ist nochmal, was sind die 2 Einhalb-Pokémon? Vor Zekrom und zwischen Zekrom und Flumschlick. Haben wir noch einen Elektrodrachen? Ich glaube nicht. Galar gibt's auch nochmal. Elektronormal haben wir auch schon abgedeckt. Boah, das ist gerade sehr, sehr schwierig. Halleluja. Kapuriki. Das war das eine noch. Boah, was gab's? Oh Gott im Himmel. Auch ein Galar fehlt noch ein bisschen was. Da gab's doch, glaube ich, eine Elektro-Arena, oder? Ich glaube nicht.
Ich glaube, es gab keine. Wir hatten Pflanze, Wasser, Feuer, Gestein, Geist, Eis, Kampf, Fee. Gab es nur Flunschlick als Elektroboden? Das triggert mich jetzt, komm schon. Paldea. Voltrell und ich weiß nicht, wie die Entwicklung heißt, ich weiß nicht, wie der Vogel heißt. Voltrell war auf jeden Fall der Vogel davon. Eine Entwicklung, die ich noch haben könnte. Ich glaube aber nicht. Niemand hier hat meine Entwicklung, glaube ich. Hier haben wir auch schon alles. Ne. Galar. Gab es noch einen Mythic oder so ein Legi? Der Bomb, nee, ich glaube, ich krieg noch eins hin. Komm schon. Pull. Das ist das Elektro-Pokémon, das ich in der MPBL habe. Oh, Tom, ja, nee. Den habe ich schon. Boah, das ist hart, ne? Nee. Ich werde mich gleich ein bisschen aufregen, ich sehe es kommen. Ja. Das war's, ne? Ach, die Voltolos-Form waren's. Ja, Koriogel war der Name, okay. Ich hab Volti vergessen. Ach, die fossilen Sandfell, Voltrian, okay. Wampitz gab's noch, okay. Ah, schade. Also Voltolos regt mich auf. Voltolos hätte ich wissen müssen. Vor allem, wenn ich glaube, ich Voltolos eingegeben hätte, hätten, glaube ich, beide gezählt. Schade. Ich glaube, das kann ich hier wegklicken. Naja. Ja, das ist schade. Da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Aber trotzdem, 63 von 74. Von dem her, schauen wir mal, wie wir es ja, nächste Woche schaffen. Dann da sind, welche sind dann dran? Psycho-Pokémon. Oh Gott im Himmel. Da gibt es viele Legis. Och nö. Von dem her, ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Von dem her sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.